war's. Ich fass es nicht. Das war's. Ich muss alles, ich muss reingehen. Was macht er da? Was macht er da? Nein, was mache ich denn? Du kannst mich im Shop mit meinem Creator-Code unterstützen. Trag dafür ganz unten Code YOUJONAS ein. Vielen Dank. Hey Leute, wir spielen heute wieder von Anfang an im globalen Turnier und werden versuchen, live unter die Besten der Welt zu pushen. Mein Ziel ist es, mindestens in die Top 50 der Welt zu schaffen, gerne auch mehr. Ich habe schon lange nicht gepusht, deswegen bin ich gespannt, ob ich es immer noch schaffen kann. Und ich habe mir zwei Decks vorbereitet. Ich habe zum einen eben hier ein Königsriese-Deck mit Fischer und zum anderen ein neues Friedhof-Deck mit Barbarenhütte und Heilerin. Ein bisschen eklig, aber ich denke, ich kann damit ganz gut Erfolg haben. Würde ich sagen, wir legen los. Ich bin gespannt, wie es laufen wird und euch jetzt wie immer viel Spaß mit den Highlights. Ich glaube, das reinzulaufen war eine Fehlentscheidung, aber es ist zu spät. Ja, es ist dumm von mir gewesen. Wobei ich den Ibus ist auch nicht gerade schlau von BTF. Sehr gut für uns, okay. Ja, aber werden wir wahrscheinlich nicht derfen können, ne? Das ist die große Frage jetzt halt. Okay, jetzt halt die große Frage. Können wir das jetzt derfen? Wenn wir das derfen können, haben wir noch eine Chance. Komm. Ich glaube, wir können es derfen. Okay, mit dem Feuerball, der war natürlich stark, aber es passt. Oh mein Gott, du hast getroffen, ich weiß es nicht. Wenn das getroffen hätte, das... Oh mein Gott, ey, das ist zu spannend jetzt. Ja, es kommt wahrscheinlich die nächste AG, ne, rein. Mal schauen. Okay, müssen es reingehen. Guter Heal... Der Heal Gas trifft nicht, Jetzt kann ich... Sehr gut, kann ich... Ja, war das gut. Der Barbar wurde getroffen, kacke. Das haben wir, glaube ich, verloren, deswegen. Okay, AG kommt wieder rein, aber... Oh mein Gott, ey. Wie überleben die? WTF? Oh mein Gott. Es wird ganz knapp werden. Es wird ganz, ganz knapp werden jetzt. Ich hätte dich lieber ein Poison bringen sollen, egal, es ist zu spät. Das war's. Ich fass es nicht! Das war's! Nee, 4 AP. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 4 HP, es reicht nicht. Nein. Das sind die Top 50, GG an ihn. Das war mein Fehler. Ich habe am Anfang zu aggressiv gespielt, ich hätte eigentlich verlieren müssen. Aber es sind nicht die Top 50, weil wir jetzt halt sehr lange gebraucht haben. Oh, das Match. Wenn wir das verlieren, dann sind wir am Arsch. Okay, Hütte rein. Sehr, sehr wichtig, let's go. Da ist er reingelaufen. Ja, er läuft dafür rein. Ich bringe trotzdem noch einen Babydrachen, weil die dann halt doch deutlich schneller sterben. Sehr, sehr gut. Okay, ich könnte jetzt auch noch ein Poison draufbringen. Ich mach's jetzt sogar mal nicht, oder? Ja, ich glaube, ich mach's erstmal nicht. Er hat noch genug andere Truppen, die ich auch mit dem Poison ausschalten kann, deswegen. Heilere nach hinten. Weil es vielleicht ein Fehler war, ne? Die werden jetzt schon. Na, die haben jetzt schon krass Value rausgeholt, egal. Ich kann halt auch mal Bahnfaster draufwerfen, dachte ich mir halt, ne? Mach ich jetzt. Let's go. Ja, es sind noch zwei Seppis im Start, ein bisschen aufpassen, aber es passt schon normalerweise. Nein, der Magieschütze kommt! Wieso kommt der Magieschütze jetzt dazu? Ich weiß es nicht. Ich hasse ihn. Ich glaube, die Seppi ist nicht auszuschalten, war ein Fehler im Nachhinein. Jetzt! Oh, das war gut. Er läuft da wieder rein. Sehr gut. Aber wie lange haben die bitte überlebt? WTF? Das ist noch ein Seppi, oder? Ja. Okay. Ja, guter Feuerball von ihm. Alles ist tot. Kacke. Der Feuerball war wieder wichtig. Ich brauche die nächste Hütte auf jeden Fall. Ja, das ist gut, das ist gut. Poison hat er drauf. Ja, das. Ha! Das kann jetzt halt schwierig werden, wenn wir halt jetzt Dings steffen müssen, ne? Die Picklets. Okay, da kommen sie. Ich muss alles steffen weg. Okay. Ich muss reingehen. Was macht er da? Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Was war das denn? Er wollte auch in. Oh mein Gott, er wollte auch irgendwie. Ja, es war knapp. Ich bin echt nicht zufrieden, wie ich spiele. Ich hätte halt wieder nicht so viel Schaden am Anfang kassieren dürfen, aber damit sind wir. Ich kotze, ey. Wir haben wieder 14. Wir haben eine bessere Bilanz als die vor uns, aber halt weniger Kronen.
Ey, der Hunter tut so weh, ich fass es nicht. Als ob ich so ein Problem mit dem Hunter habe. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich an einem Hunter scheitern würde. Die Heilerin trifft, das ist gut. Die Heilerin trifft das Mega-Minion. Das ist wichtig gerade. Komm, nochmal den Hunter. Sehr gut. Ja, natürlich stirbt er nicht ganz, aber wenn er gestorben wäre, wäre es wichtig gewesen. Ich glaube, er wird jetzt noch sterben. Ja, sehr schön. Okay. Wir müssen es einfach Druck machen. Wir bringen definitiv den nächsten Friedhof an. Es lohnt sich. Sehr, sehr geil. Let's go. Jetzt hier ein Elektromagnet drauf. Megalakai connected. Megalakai. Komm, zieh. Let's go. Das zieht durch. Let's go. Sehr geil. Drachenbaby rein. Muss eigentlich ein Hunter kommen, oder? Der Hunter muss eigentlich jetzt reinkommen. Aber let's go. Das ist so gut. Wir hören nicht auf. Wir bringen einfach den nächsten Friedhof. Auch wenn es dumm aussieht, dieses Gespam ist wirklich so richtig, das Beste, was man jetzt machen kann. Ja, das war's, glaube ich. Ich hatte noch einen Snowball und das war's. Wir gewinnen das Match gegen Hunter Friedhof. Und jetzt sollten wir nach über einer Stunde zum ersten Mal in den Top 50 der Welt sein. Zwar auf Platz. Nein! Das kann nicht wahr sein. Wir waren gerade eben schon gleich. Meine Stimme, ey. Wir waren gerade eben schon gleich. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Allerdings, er kommt halt auch nicht durch, ne? Das ist nicht. Ja, aber. Ich komme halt auch nicht durch. Ach, Junge, nee. Jetzt laufe ich halt gerade komplett rein. Ich kann dagegen Angst auch nichts machen. Was soll ich halt machen jetzt, ne? Ich kann jetzt hier vielleicht einen Debitron erstmal bringen. Den letzten Golem davor bringt, habe ich verloren. Wir hatten keinen Golem davor, das ist gut. Das kann ich einen Poison erstmal raufbringen und einen Barbarenfluss. Okay. Ich weiß nicht, ob er nicht genug Elixier für einen Golem hatte, aber das wäre eigentlich GG gewesen. Oh na. Oh. Da kein, bin ich bescheuert. Oh, Junge. Ich bin auch gerade echt nervös, das gibt's nicht. Das wäre so bad gerade, BTF. Da glaub ich, oh Gott. Ich muss ehrlich sein, für die Aktion habe ich es echt verdient zu verlieren. Kann er jetzt einen Golem davor bringen? Oh, schau mal, das ist sehr gut. Ja, mach das halt schlau. Ja, noch ist es ausgeglichen vom Schaden, aber noch halt. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ey, ich bin verzweifelt. Okay, das ist gut. Guter Poison. Sehr, sehr schön. Er hat halt keinen großen Spell, stimmt. Das muss ich ausnutzen, genau. Ich muss die Schwäche erkennen. Er hat keinen großen Spell. Keinen großen Spell, okay. Ich muss eigentlich reingehen. Das heißt, er hat echt Probleme gegen den ganzen Spam. Okay, Barbarenfass noch rein. Ich würde sogar noch einen Poison draufbringen, auf jeden Fall. Ich würde den nächsten Elektromagier reinbringen, offensiv. Ja. Das ist seine Schwäche, der Spam. Er kommt gegen den Spam nicht an. Wir können jetzt hier direkt das nächste Barbarenfass bringen. Ah, ich treffe die Kerncard leider nicht. Und es sollte trotzdem ausreichen, dass sie die Räder verliert. Das ist wichtig. Sehr gut. 30 Sekunden. Wir müssen jetzt eigentlich nur weiter drin bleiben. Genau, nächster Elektromagier. Weiter rein spammen. Und wir schaffen das echt. Wir schaffen es einfach mit Spam. Ich fasse es nicht. Let's go. Schnell blocken. Sehr wichtig. Ja, das schaffen wir so. Normalerweise. Einfach nochmal Friedhof reinbringen. Poison drauf und das war's. Leute, wir müssen jetzt aber Top 50 sein. Wir müssen jetzt Top 50 sein. Komm. Eigentlich, wir haben halt wieder 5 Minuten gebraucht. Das Problem heute war wirklich die Zeit. Also, ich brauche halt oft wirklich 4-5 Minuten für ein Match und andere finishen vielleicht auch in unter 3 Minuten oder in genau 3 Minuten meistens. Das war mein Problem. Und jetzt sind wir hoffentlich trotzdem in den Top 50, oder? Platz 35 der Welt damit und mit dem nächsten Sieg schon mal deutlich höher, hoffentlich. Mal schauen. Wir können halt noch zweimal verlieren. Also, es ist. Ja, komm. Es ist alles drin. Let's go. Okay. Gegner spielt auch Heilerin. Auch mit Poison. Das könnte tatsächlich dasselbe Deck sein. Er läuft da gerade ziemlich rein. Wir können es vielleicht direkt einen ganz guten Konterpush aufbauen. Also, wenn er dasselbe spielt, wäre es sogar. Oh mein Gott, das wäre so gut für uns jetzt. Was kommt jetzt? Wir gehen rein. Er hat auch keinen Poison mehr gerade. Er hat keinen Poison. Das ist wichtig. Ja, aber Barfass war nicht so schlau. Wir sind dran. Das haben wir fast. Der Barfass war leider lost, egal. Oh mein Gott. Der erste Poison. Er hat einfach den Poison rausgehauen. Und das heißt, wir sind schon Platz 35. Wenn wir jetzt gewinnen, oh, dann kann es richtig abgehen. Mal schauen. Aber nicht zu früh, Freunde. Egal. Bitte rein. Wir sollten jetzt einfach konzentriert bleiben, dann schaffen wir das. Man muss auch noch die Barbaren deffen, das ist das Beste gerade. Ja, das ist echt wichtig, dass er die Barbaren noch deffen muss.
So, Babydrache rein. Er muss jetzt irgendwas einfallen lassen. Okay, Ego-Stop. Ja. Ich löse mal hier ohne Poison. Ich glaube, es ist besser so. Ja, so ist der Poison draußen. Sehr schön. Ja. Ich brauche eigentlich nur einen guten Push jetzt mal langsam. Dann habe ich das auch gewonnen. Das war klar. Damit sollten wir es gewonnen haben. Er wollte an der Brücke blocken, aber wir haben es erahnt. Sehr geil. Let's go. Ja, jetzt können wir einfach rein spammen. Jetzt einfach den Friedhof bringen, sobald. Sobald die Truppen in der Hälfte sind. Und hat auch sehr viel Elixier ausgegeben dafür. Das sollte jetzt normalerweise ausreichen. Ich hoffe es zumindest. Louis kommt rein. Das ist. Leute, wir sind gerade eben Platz 35 der Welt gewesen. Wir gewinnen innerhalb von 4 Minuten. Also haben auch ein bisschen vielleicht Zeit verloren auf Manche, aber ist in Ordnung. Und wir sind Platz 22 der Welt. Nächster Screenshot, würde ich sagen. Let's go. Das ist schon mal ziemlich nice. Also, was halt krass wäre, wäre vielleicht Top 10. Oh, das hat wehgetan. Egal, es passt. Das ist nicht schlimm. Jetzt habe ich gerade ziemlich hart gechoked, muss ich ehrlich sein. Ups, das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall. Und die Heiler macht so einen guten Job, wieder seht euch das an. Und er läuft halt auch ernsthaft rein. Das ist natürlich jetzt auch ein Riesenfail gewesen. Sehr geil. Er läuft da rein. Okay, ich würde es. Ja, okay, ich wollte erst abwarten, aber jetzt können wir einen Negalack halt da draufsetzen. Das ist auch gut. Ja, der chargt ja die Hütte, ne? Aber ist in Ordnung. Müssen kurz aufpassen. Sehr gut. Ja, auch ein bisschen Glück gehabt, dass gerade eben der Elektromagier noch gestorben ist, natürlich, aber es passt. Ich glaube, es ist da. Auf Dauer echt ein Problem. Jetzt können wir den Friedhof reinbringen. Ich hoffe. Sehr gut, ich block's nicht. Poison rein. Der Poison trifft nicht den Mini-Packer, so wie es aussieht. Oh, mies. Der Mini-Packer wäre so gut im Poison noch gewesen. Egal. Gleich die nächste Barpart rein. 60 Sekunden. Trennen uns zum nächsten Sieg. Und das wäre jetzt wirklich extrem hoch schon. So. Megalack halt drauf. Da müsste eigentlich genau noch ein Koboldriese reinkommen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Das können wir einfach. Ich hoffe, der Darkmoon wird jetzt nicht an den Tor. Egal. Ist egal. Das ist nicht gut gewesen von mir. Das war eher ein Verzweiflungszug nochmal wieder. Und jetzt läuft er komplett rein. Und wir haben gleich einen schönen Counter-Push. Dann sollten wir es eigentlich gewonnen haben. Wir können jetzt auch unsere Lufttruppen einfach hier drauf stacken. Ja, easy. Das war's. Eine Chance hier. Kann er gerne nochmal so machen. Wir bringen jetzt hier nochmal den Friedhof rein. Heilerin, alles mögliche. Sparky schießt auch nicht mehr. Und damit haben wir den nächsten Win. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir jetzt sind. Aber wir haben jetzt halt fast 5 Minuten gebraucht. Deswegen werden wir jetzt nicht so krass aufsteigen. Aber wir waren gerade eben schon auf Platz 22. Und jetzt bin ich umso gespannter, wie hoch wir jetzt sind. Er hat noch ein Lightning, das wusste ich auch die ganze Zeit. Also ich habe es erahnt, weil ich das Deck auch vorhin kopieren wollte. Und damit sind wir jetzt auf welchem Platz? Ey, wir haben schon lange keinen so krassen Push mehr gehabt. Wir sind auf Platz 12 der Welt. Und wir können auch zweimal verlieren. Oh mein Gott. Ja, es geht. Es war zu offensiv. Ist es Ballon? Wahrscheinlich ist es Ballon, ne? Muss ja eigentlich. Mit dem Pfeilen. Oder auch eine Friedhof-Variante. Ich glaube, es ist Ballon. Oh, kacke. Dagegen habe ich ja überhaupt nichts. PTF. Es ist so dumm, ne? Oh mein Gott, ey. Okay, ich kann es auch halbwegs. Ja. Der Friedhof wreckt uns komplett. Hat er noch einen Spell, ist groß. Oh mein Gott, wenn er jetzt natürlich nichts hat. Der Pfeile. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh mein Gott, das ist die Chance. Er schreibt, ups. Oh, der Poison. Ich kotz. Der Poison rettet ihn gerade so hart, ne? Er hat Poison-Pfeile, Valkyrie. Er schreibt GG. Ja, ich weiß nicht, warum er jetzt GG schreibt. Keine Ahnung, also das Match ist noch völlig offen. Ah, ich habe aber zumindest. Ich habe den Poison defensiv. Den hatte ich gerade eben nicht im Cycle. Das war das Problem, stimmt. Boah, das kann auch gut werden. Das Match wird spannend werden. Ich darf den Gift so auf gar keinen Fall irgendwie offensiv raushauen. Angst hat auch ein Gift so, deswegen. Es wird sehr, sehr offen und spannend werden. Ich darf den Gift so halt nicht raushauen. Das ist halt belastend, ich weiß, aber. Ja, muss halt so sein. Ja, ich muss den Poison halt defensiv nutzen, ich weiß. Ich will jetzt nicht so viel Gift so Value bieten, deswegen mache ich jetzt sowas hier. Und er haut den Gift auf der anderen Seite. War das gut? Jetzt hat er kein Gift mehr. Aber er hat immer noch genug Antworten wahrscheinlich, ne, normalerweise, deswegen. Sehr schön, okay. Ich mach jetzt sowas. Ja, es war nicht so nice für uns. Die Valkyrie, also der Valkyrie tut auch weh, der beim Fernbruch auf. Wir sind schon nicht schlecht dran mit den Skeletten gerade. Das sieht nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Okay, nächste Barb. Komm mal, an den Turm connecten. Okay, nee. Macht er gut. Okay, Elektromagier jetzt hier, das ist so gut für uns. Wenn jetzt der Elektromagier. Der stirbt weg. Der stirbt. Sehr, sehr gut. Wir kriegen auch einen verzweifelten Poison jetzt hier. Das ist gut. Aber wir kriegen viel mehr Schaden, als wir es, finde ich. Als wir die Defense verdient hätten. Egal, Friedhof rein. Oh, nee. Das ist alles tot. Das war's wahrscheinlich.
Das war jetzt eher noch so ein ganz, ganz komischer Zug von mir. Ich hab einen Pfeiler, okay. Ja, ich muss halt jetzt irgendwie verzweifelt reingehen eigentlich, ne? Ja, schreibt mich schlecht, aber viel Glück schon, ja. Ich glaube, das reicht aus, sonst wird er es auch nicht schreiben, denke ich mal. Ja, noch Pfeile, stimmt. Schade, GGs. Der erste Push war's. Ja, Junge, dieser Beamter jetzt noch so eklig. Oh mein Gott, es hat ausgereicht. Was? Warum macht er das? Warum muss er... Oh mein Gott, so ein... Egal. Also, sorry, nee, aber... Er hätte echt verloren gehabt. Eine halbe Sekunde später. Ich weiß nicht, was er macht, wann sonst. Okay, gut, der Poison Wave ist ja schon. Scheiße, Mann. So ein Rotz. So dumm. Junge. Oh, WTF, was war das jetzt? Ich muss reingehen. Ja, ist lächerlich. Diese Kackwächter, ne? Auch nicht predicted, das war mies. Jetzt könnte er vielleicht reinlaufen, ist ja wichtig. Okay, da läuft jetzt. LOL, WTF! Gut. Jede Pfeile auf. Komm. Ich muss rein. Wehe, die reichen Pfeile aus, ich weiß es nicht mit 10. Letzte Chance, come on. Nein, was mache ich denn? Oh mein Gott, let's go! 8 HP! Das gibt's doch nicht! Junge, ich hab... Oh mein Gott, ey, ich hab heute einfach... einen ganz kranken Push. Platz 13 der Welt. Komm! Wir sind immer noch im Rennen. Na, irgendwie... Kriegt er das besser gedefft, als ich dachte? Das gibt's doch nicht. Wie kriegt er das so gut gedefft? Wie kriegt er das so gut? Ich weiß nicht, wie er das so gut gedefft bekommt. Das war so stark von ihm, WTF. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber es war stark. Frank, GG. Das tut weh. Okay. Er hat keinen E-Wiz mehr, deswegen gehe ich jetzt rein. Okay, er geht rein. Mhm. Jetzt hat er vielleicht doch ein Problem, sehr gut. Wir sind da gut dran. Der E-Wiz kann halt auch den Dings blocken. Nee, ich weiß nicht, wie er das macht, aber wenn er es wirklich so gewinnt, dann Respekt. Also er deft es echt auf einem anderen Level. Das gibt's so nicht. Alter. Nee, okay. Ja, das könnte jetzt eine Fehlentscheidung gewesen sein. Ich bring jetzt schon mal den Friedhof rein. Das war auch nicht gut von dem, fand ich. Bitte. Okay. Na, er hat einen Poison noch! Er hat den Poison die ganze Zeit versteckt. Okay, das war's komplett normal. Oh mein Gott. Oder hat er jetzt verpackt? Die Heilerin ist noch im Start. Sekunde, das kann nochmal gefährlich werden für ihn. Im nächsten Poison, okay. Muss halt jetzt reingehen irgendwie. Oh mein Gott, ey. Ich muss reingehen jetzt. Es kann auch ausreichen, theoretisch. Alles klar, das wird nicht ausreichen. Okay, alles rein. Ach, das hätte ich echt holen können. Der Ivo ist noch vielleicht. Schade, Mann, das hätte ich holen können. Ah, egal, ich will mich jetzt nicht ärgern. Wir waren tatsächlich immer wieder ein Match vor dem entscheidenden Spiel. Vor dem Top 10 der Welt. Ich hätte gern gewusst, wie hoch wir jetzt nur gewesen wären.
Aber es hat er echt stark ausgespielt. Aber warum auch immer er keinen Poison gebracht hat, das verstehe ich nicht. Wir wären auf Platz, ja, wir wären Platz 10 der Welt gewesen, nochmal war es ziemlich egal. Würde ich damit sagen, wir waren insgesamt bis auf Platz 15 der Welt. Ja, wie immer, danke fürs Zuhören. Achso, wir kommen noch zum Opening, genau, sorry. Das müssen wir natürlich noch machen. Dann öffnen wir zum Abschluss nochmal alle Truhen. Ich muss eigentlich sehr zufrieden sein. Das Turnier war sehr, sehr knapp immer wieder. Wir hatten eigentlich auch ein paar knappe Niederlagen, die auch ein bisschen ärgerlich waren. Aber insgesamt muss ich sagen, wir hatten auch einige sehr knappe, glückliche Siege. Aber ich finde, ich hätte besser spielen können nur. Das ärgert mich ein bisschen. So, Skelly Twing ist noch Feuerwerkerin. Musketiere bekommen wir. Rambo. Oh, Elektro Giant. Oh, sehr, sehr geile Truhe. 24 Mal nochmal Elektro Riese. Boah, ich bin immer noch total nervös irgendwie wegen den ganzen Matches. Gerade dieses 8 HP Match war echt verrückt. So, nochmal 10.000 Gold und die Magietruhe zum Abschluss. Okay, und damit würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, das Deck kann ich euch sehr gut empfehlen. Ein sehr starkes Deck aktuell. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, haut rein. Und ciao.